Ja, hallo Leute, ich bin's, euer Jarek Profi und begrüße euch herzlich zu seinem neuen Video. In diesem Video geht es mal wieder um Neues aus der Gerüchteküche und ja, die Gerüchteküche, die brodelt momentan wirklich gewaltig und zwar ist dies aufgrund der WWDC, auch genannt die Worldwide Developer Conference, die Apple in ca. zwei Wochen veranstaltet, genauer gesagt am 10. Juni 2013 in San Francisco. Klar ist, dass dort iOS 7 und das neue Betriebssystem für den Mac vorgestellt wird, da habe ich auch aktuell meine Gerüchteserie zu iOS 7 am Start. Die jeden Mittwoch stattfindet, könnt ihr euch auch gerne angucken. In diesem Video soll es allerdings nicht um die Software gehen, sondern um die Hardware, denn neben der Software soll angeb sollen angeblich auch neue Macs vorgestellt werden. Wahrscheinlich wird es dabei auf die Laptop-Macs, also auf die MacBooks hinauslaufen und nicht auf die Desktop-Macs. Dazu gibt es mal wieder ein paar spannende Gerüchte, die ich euch in diesem Video präsentieren möchte und damit wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Bevor ich mit der eigentlichen Thematik dieses Videos beginnen möchte, möchte ich noch eine Frage an euch als Zuschauer stellen und zwar, wie gefällt euch das Konzept der Gerüchte Videos besser? Also möchtet ihr das lieber mit mir vor der Kamera? Oder ich denke bei so kleinen Gerüchten wie hier dem MacBook Pro bzw. MacBook Air, worüber es sich in diesem Video handelt. Dort kann man das auch ähm, so als Audio machen, wie ich das hier mache. Da hat es halt für mich auch den Vorteil, dass ich es besser planen kann, denn bei der Kamera brauche ich meistens ein bisschen mehr Versuche. Für euch hat es auch einige Vorteile, allerdings auch einige Nachteile. Schreibt mir aber einfach mal in die Kommentare, wie ihr dazu ähm, eure Meinung habt, also wie ihr dazu steht. Was ihr besser findet, bitte schreibt mir das in die Kommentare. Ja, und nun wieder zum Thema. Und zwar soll angeblich in das neue MacBook Pro 2013 und in das neue MacBook Air 2013, die möglicherweise auf der Keynote vorgestellt werden könnten, ein neuer, die neuen Prozessoren von Intel integriert werden. Und zwar sind das die Haswell-Prozessoren auf einer pressekonferenz noch vor dem start seiner haswell-chips sagte der intel cao renny boker: ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus dass die neue generation der chips für notebooks und tablets ausgerichtet ist. Der Vorteil liegt beim Verbraucher bei den Herzmüllprozessoren darin, dass hier mehr Akkulaufzeit gespart wird. Und zwar soll der Akkuverbrauch bis auf die Hälfte zurückgehen, wenn man sich im Standby-Modus befindet, sondern sogar bis auf ein Zwanzigstel zurückgehen, was wirklich sehr erstaunlich ist. Um euch dann nochmal die Veränderung deutlicher zu machen, der aktuelle, die aktuelle Akkulaufzeit beim MacBook Pro liegt bei 7 Stunden, so gibt Apple es zumindest vor. Und da wäre es wirklich schon eine große Veränderung, die wirklich sehr, sehr nützlich wäre. Außerdem nochmal zur Erwähnung, der Haswell Chip verspricht übrigens auch 2- bis 3-mal so gute Grafik-Performance wie der Vorgänger. Was jetzt bei den Ganzen noch fraglich ist, ist, welche MacBooks da alles unterstützt werden. Es wird nämlich leider auch vermutet, dass vielleicht das MacBook Pro Retina nur das Update bekommt und dass das normale MacBook Pro, also das Non-Retina, dann wegfällt bzw. nicht mehr geupdatet wird. Das wäre meiner Meinung nach ziemlich schade, weil es gibt wahrscheinlich auch viele. Die sich einfach dieses ganz teure MacBook Pro mit Retina Display nicht leisten können, und dort wäre das meiner Meinung nach sehr schade, wenn man hier halt nicht mehr die Updates nachliefert. Also, das ist auf jeden Fall noch ein Problem, was noch nicht geklärt ist. Wo wir dann schon beim MacBook Pro mit Retina Display sind, da gibt es nämlich auch noch mal ein paar Sachen, die man dazu sagen kann, und zwar soll das Retina Display noch mal verbessert werden, also der. Die Bildschirmauflösung soll noch, noch höher werden. Und zwar soll dort das neue Xo-Display eingebaut werden. Diese stammen von Sharp. Ich habe das in einigen anderen Videos schon mal erwähnt. Da ging es nämlich um das iPad. Dort wird nämlich auch vermutet, dass man dort von Retina auf Xo-Display umsteigt. Vielleicht könnte dann der Wechsel von beim iPad und beim MacBook dann gleichzeitig stattfinden. Möglich ist auch, dass dann halt das ähm, Xo-Display und das Retina-Display unterschieden werden. Und dass, wie gesagt, das andere, das normale MacBook Pro dann einfach rausfällt. Einige Indizien dafür, dass das Ganze bei Apple demnächst an den Start gehen könnte, hat das Zuliefer Sharp selber geliefert. Und zwar hat Sharp bekannt gegeben, dass die Produktion der hauseigenen XO-Bildschirme für die Notebooks beginnt. Und die Größe reicht dabei von 11,6 Zoll bis hin zu 15,6 Zoll. Also das passt ungefähr in dem Rahmen, wo sich das 13 Zoll und das 15 Zoll MacBook Pro befinden. Und daher hat Apple sich auch im Vorfeld einige Exemplare davon gesehen sichert, damit sie vielleicht wie halt hier ähm, das ähm, Retina Display dann auf das X Display upgraden. Wer weiß, ob es dann halt schon auf der WWDC ist. Vielleicht ist es dann auch erst äh, gegen Ende des Jahres oder vielleicht auch erst im kommenden Jahr. Ja, also das wäre wirklich sehr genial, wenn sie dann das X2 Display dort einbauen würden in das MacBook Pro und ähm, das hätte dann auch we weitere Vorteile und zwar soll das ebenfalls weniger Akku verbrauchen, also hier wird auf jeden Fall eine Priorität darauf gesetzt, dass der Akku länger hält und es soll noch dünner werden, was auch nochmal wirklich mega genial ist, denn ich meine, guckt euch diese Dinge an, diese MacBooks, Sie sind schon unfassbar dünn und die sehen so gut aus und jetzt soll es noch dünner werden, das ist ja fast schon unvorstellbar, also das, äh, finde ich wirklich, ist sehr genial. Ja, das war es dann auch wieder mit diesem Gerüchtevideo. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ich euch weiterhelfen konnte. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich doch bitte mit einem Daumen nach oben wissen. Wenn ihr wisst, hier ist der Daumen oben, wird man euch loben. Oder abonniert diesen Kanal hier unter diesem Video, denn ihr wisst, hier ist der Abonnieren-Button gedrückt. Habt ihr viel Glück? Schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr davon haltet und was eure Meinung dazu ist. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao Leute, euer Jailbreak-Profi.